Alter Junge, ich will eigentlich gar nicht davon reden, wie ich eigentlich aussehe. Ich muss absolut dermaßen zum Friseur und mein Bart. Ihr denkt euch bestimmt, was für ein Bart, Junge. Der sieht doch aus wie dieser eine von Kim Possible, dieser Hamster oder so. Aber wenn ich jetzt hier so ein Bild mache, dann sehe ich aus wie ein Penner, der sich 5 Tage lang nicht rasiert hat. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Junge, was geht, Alter? Was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem extravaganten Video auf meinem Kanal. Ich komme hier so eines Tages in mein Zimmer rein, denke hier, irgendwas ist hier anders. Steht da einfach Eisbär. Hä? Digga, was will ich mit dem? Digga, der guckt mich jetzt richtig böse an. Alter, TikTok, wirklich, TikTok, ich sag euch so, wie es ist, TikTok, wirklich, ich weiß nicht, was bei TikTok abgeht, aber auf meiner For You-Page, wirklich, das hat schon langsam Überhand angenommen, sind nur noch diese Pablo-Videos. Pablo? Digga, das kann doch nicht euer Ernst sein, ich will auch mal was anderes sehen. Und dann auch wirklich besser, ich wusste nicht mal, dass es so eine Funktion gibt, wird mir hier einfach irgendjemand aus meinen Kontakten vorgeschlagen. Ich guck ganz normal ins Video, scroll weiter. Cybermobbing von deinen Kontakten. Ja, passt ja super. Meine Videos werden auch deswegen immer gesperrt. Diese Musik so, Alter. Folge jetzt Cybermobbing. Wie groß muss er sein? Nee, Digga, Alter. Keine Ahnung. 1,80, 1,90, 2 Meter. 20 bis 23. Ach so. 20 bis 23? Ja, das wäre schon... 20 bis 23, Digga, bin ich ein Pferd oder was? Ja, 17 bis 20. Alter Mädels, ihr habt ja Ansprüche. Aber ihr Jungs habt ja auch immer Ansprüche. Ich will nicht in die Kommentare gucken. Ich will jetzt nicht in die Kommentare gucken, weil ich ganz genau weiß, was da drin steht. Aber wenn er nicht 23 ist, hat er bestimmt besseren Charakter. Okay Leute, das ist der neue Roller. Man kann sehr gut damit fahren. Der sieht ja echt ziemlich neu aus, Bruder. Damit kann man sehr gut fahren. Ja, wenn du den nicht komplett zerdepperst, dann vielleicht. Was ist meine Brille? Guck mal, 1:1, ich kann übel die Scheiße machen, ich kann komplett Sachen kaputt machen, ja. Aber wenn meine Brille nicht da ist, da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß auf, weil ungelogen, ich kann euch mal demonstrieren, wie ich sehe. Aber wisst ihr, eine Brille hat doch immer negative Vorteile, weil früher, vor allem bei dieser Brille hier... Wieso sieht so scheiße aus? ...wird man dann halt auch manchmal gemobbt. Aber hey, ich wäre ja nicht... Wer bin ich überhaupt? Ton verändert? Wenn ich euch nicht einen richtig krassen Tipp zeigen würde, wie man nicht mehr gemobbt wird, wenn man eine Brille trägt. Du trägst eine Brille und wirst deswegen von anderen gemobbt? Was machst du dagegen? Hey, mal ganz kurz, wisst ihr, wie ich auf dieses Video gekommen bin? Nicht, weil ich das irgendwie auf der For You-Page gefunden habe, weil mich wieder irgendeiner von euch da drauf markiert hat und gesagt hat, guck mal, der sieht aus wie du. Digga, alles, was irgendwie annähernd die gleiche Brille hat wie ich, sieht irgendwie aus wie ich. Digga, wenn der jetzt zum Beispiel hier, wenn der jetzt zum Beispiel dieselbe Brille hat wie ich, haha, guck mal, der sieht voll aus wie Ton verändert. Also ich muss schon sagen, diese Brille steht mir ausgezeichnet gut, aber du sagst dann einfach Folgendes. Ja, ja, rede nur weiter, bis dir etwas Smartes einfällt. Ist ja nicht schlimm genug, dass ich wegen der Brille gemobbt werde. Ich werde dann noch wegen meinen richtig krassen, selbstbewussten, schlagfertigen Kontern gemobbt. POV, deine Eltern haben dich zum Tanzen angemeldet. Die kann jetzt safe übel geil Hip-Hop oder so. Oh, voll geil, Mann. Mit dir würde ich auch gerne tanzen. Kann man an deiner Nase lutschen? Nee. Danke, ciao. Was? Ja, bitte, nice. Guck mal, ich werde da wieder markiert bis zum geht nicht mehr. Bro, die ist 5 Jahre jünger als ich. Ich kann dazu gar nichts sagen, Digga. Am Ende ist mein neues Zuhause das hier. Naja, auf jeden Fall, this is Dogshit, Bruder. Bitte mach den Tanz. Irgendeinen von denen, aber Hauptsache ein. Ich mach die Scheiße nie im Leben. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt... Wieso siehst du scheiße aus?